So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Wir spielen immer noch und haben inzwischen die Forschung abgeschlossen, und zwar für Umweltbasisforschung. Keine Ahnung, was uns das bringt. Neue Fahrzeugtypen sind verfügbar und. Es ist einiges ins Land gegangen, 2-3 Monate. Aber sie haben hier alles hinbekommen und ich habe mir mal erlaubt, die Straßen auch aufzuwerten, so dass wir hier ordentlich schnell Verkehr bekommen können. Und ich würde auch sagen, das machen wir auch in die Richtung weiter. Zank, zank, zank. Dann sind die alle angebunden. Hinten fehlt noch eine Pumpe und dann dieses Gebäude. Aber dieses Gebäude hat auf jeden Fall einiges an Arbeitstagen. Noch 8000 übrig dann und braucht sehr viele Ressourcen. Im Schnitt waren wir jetzt immer so bei 70.000 bis 80.000 plus die letzten Monate. Wir sind bei 2,2 Millionen angekommen. Das ist also super gut. Unser Öl ist voll. Und wir warten eigentlich nur auf die Fertigstellung. Wir haben hier die Schienen, die durchführen können. Irgendwann mal, wenn wir lustig sind. Ansonsten müssen hier hinten die Busse hin. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Bushaltestelle. Da bauen wir hier so eine Kombi-Haltestelle, Bus und Bahn hin. Eigentlich gar nicht verkehrt. Solche haben wir doch. Ja, und nebenbei reden wir über Warp 10 bei Star Trek. Ihr könnt ja mal auflisten, bei welchen Folgen überall Warp 10 erreicht wurde und was die Auswirkungen waren. Weil wir, ich bin der Meinung, es gibt verschiedene Warps 10 in Star Trek, die sich unterschiedlich auf die Personen auswirken. Ist das so? Fragezeichen. Ab in den Kommentarbereich mit euch. Was macht Q ist eh anders. Das ergibt nichts eine Logik. Auch wieder wahr. Ich bin der Meinung, die haben aber auch so schon mal Warp 10 erreicht, oder? Also durch verschiedenste Hilfsmittelchen ja auch. Nicht nur mit Q. Einmal hat Tom Paris, okay, das ist auf jeden Fall gesichert. Und ich glaube auch, so sind die mal Warp 10 geflogen. Und allein hier die Voyager muss ja auch Warp 10, wobei das ja eher teleportieren war. Aber ist eine Wurmlochreise da nicht trotzdem Warp 10, weil es außerhalb der Lichtgeschwindigkeit und Warp-Skala liegt? Übrigens, interessanter Fact, wer viele Sachen guckt, dieser Neil deGrasse, der hat auch was Interessantes gesagt, und zwar Licht, ein Photon, was in der Sonne entsteht, wird in der Sonne geboren, fliegt 8 Minuten. Und jetzt kommt's. Es fliegt für uns 8 Minuten und landet dann auf irgendjemanden Hintern rauf, um es zu erwärmen. Aber die Sache ist, das Photon wird geboren und stirbt in derselben Zeit. Das kennt keine Zeit. Weil es halt Lichtgeschwindigkeit fliegt, hat es keine Zeit. Das ist richtig verrückt. Das geht auf jeden Fall immer und macht Kopfschmerzen. Okay, die wäre ein bisschen groß. Hier, die hier, nicht? Das ist eine kombinierte Bus- und Dingstation. Ich bin mir nicht sicher, weil ich meine, hat zumindest einen Straßenanschluss. Oder ist das eine Tram? Ich glaube, das ist egal, ob Tram oder nicht Tram. Wichtiger wäre, ist es Bus oder nicht Bus? Aber wozu sonst ein Straßenanschluss? Ich würde das hier einfach mal vorsehen. Wir lassen die jetzt erstmal fahren. Dann bauen wir hier die Straße einmal um und dann die Station da irgendwie hin. Also, Station für Bürger. So. Da wir vielleicht die Straße und die Schiene weiterführen wollen, müssen wir hier einen Abzweig machen. Wird interessant, wie wir da die Schienen weiterführen wollen. Aber das sind ja dann andere Themen. Bedeutet. Ja.
Einmal gehen wir so und einmal würden wir quasi so um den Bahnhof rumgehen. Na, bisschen Abstand. Schon mal gut. Na, weg, weg. Oh, nee, du nicht weg. Ah, shit. Das war mir klar. So könnte man das auf jeden Fall bauen. Ich meine, selbst wenn ich die Schienen setze, die werden nicht gebaut. Das ist also ganz praktisch. Die Frage ist vielmehr, ist hier wirklich Bus dann da? Okay. Wir müssen jetzt so einen Weg da durchfinden, der beide anspricht und dann da reingeht. Warte, wenn wir das aber clever anstellen, dann können wir das eigentlich kombinieren vielleicht. Ah, und dann ist es wieder krumm und schief. Ah, das ist das Einzige, was mich nervt. Okay, dann müssen wir es manuell versuchen. So. 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 So ein Ding. Das funktioniert. Jawohl. Ich hoffe, das ist ein Busbahnhof da vorne dran. Und nicht nur einfach eine Station. Aber wenn nicht, ey, dann fährt der Bus halt hier so dahin. Dann ist es halt so. Dann haben wir da halt ein zweispurigen Bahnhof, den wir quasi nicht nutzen. Oh. Ja, jetzt müssen sie ganz viel hierher liefern. Die ganzen Baukräne stehen bereit. Oh, wir bräuchten eigentlich einen großen Baukran dafür, nicht? Wir haben jetzt so viele kleine Baukräne. Ich habe, glaube ich, keinen großen Baukran. Ah, das wäre noch was gewesen, was wir kaufen hätten können. Wir haben jetzt aber nirgendwo mehr Platz. Oh, oder doch? Hier hätte ich doch einen Kran, oder? Dachte ich. Nee, alles nur Baukräne. Das war im Spielstand davor, da hatte ich einen Kran geholt. Einen Kran kann man eh nur hier kaufen und muss den auch manuell abholen. Von daher lassen wir es jetzt erstmal. Würde aber auf jeden Fall Sinn machen, wenn wir noch ein Baubüro mit Krähen irgendwo uns hinsetzen. Wir brauchen eh nochmal eins, nicht? Da ist eins, da ist eins, da ist eins. Wir brauchen hier auch nochmal Baubüros. Irgendwo hier vorne vielleicht. Vielleicht hier. Ah nee, hier wäre schon gut. Wenn wir hier mehr bauen. Don Öko sagt, die Interpretklasse kann maximal Warp 9,97 fliegen, bevor sie auseinanderfällt. Aber im Schnitt ist sie für Reisegeschwindigkeiten von 6,2 ausgelegt gewesen. Alles andere kam über fremde Technologien, Quantenkatapult, Transwarp-Technik der Borg oder halt den Fürsorger, als sie in den Delta-Quadranten gezogen wurden. Die schnellste Warp-Stufe ist 9,9 und diese beträgt eine Geschwindigkeit von 6,4 Milliarden Kilometern pro Sekunde. Ja. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Außer, dass der fluoride Raum noch existiert. Wie erklärst du das jetzt? Spezies 3574. Nee, ich kann mir immer die Zahl nicht merken. Achso, das war das Ergänzungsding, was wir aber nicht brauchten. Wir können immer noch genug Stoff exportieren. Oh, letzten Monat das erste Mal Minus gemacht. Oh, 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 oh. Ich glaube, jetzt sind wieder mehr Leute drin, die hier auch Stoff arbeiten. Fast voll. Das ist sehr, sehr gut. Beziehungsweise Kleidung herstellen. Stoff ist dafür leer. ...230 schon, die auf eine eigene Butze warten. Ja, gut. Boah. Guckt euch mal den Stahlkoloss an, der hier gebaut wird. Klar, 147.000 minus. Oh. Geht richtig fett rein ins Geld.
8000 Arbeitstage, 200 Tonnen Stahl. Aber egal, hey, die 2 Millionen, wir wissen, wir sind grundsätzlich im Plus, dann können wir es auch investieren, nicht? Es geht ja gar nicht mehr darum, jetzt die 2 Millionen zu haben, sondern die 2 Millionen zu generieren, sodass ich die 2 Millionen ausgeben kann. Weil was soll ich mit dem Geld? Wenn ich 8 Millionen auf dem Konto liegen habe und irgendwas passiert, kann ich eh im realistischen Modus damit nichts machen. Wichtig ist nur, alles klug zu planen. Kein Bauamt zugeordnet. Warum nicht? Kein Bauamt zu diesem Pfad. Ach so. Ah, ja. Okay, wartet. Wartet. Was kriegen wir hin? Wartet. Was kriegen wir hin? So. Dann macht das auf jeden Fall schon wieder Sinn. Alles klar. Was mich verwirrt, haben die keine Fußgängerausgänge? Doch, haben die. Sehr gut. Würden uns nur nichts bringen, weil die auf der falschen Seite sind. Ah, dann müssen die halt über die Straße raus. Ich meine, auch hier, was... Gut. Würde uns eh nichts bringen. Wir wollen ja nur hier, dass die Arbeiter dahin kommen. Gigantische Anlage. Fast so groß wie ein ganzes Stadtviertel unserer Stadt. Jetzt willst du es wissen, oder? Don Öko auf Kriegsfahrt. Hey, nur 47 in diesem Jahr entflohen. Das könnte noch positiv enden. Ich könnte hier hinten noch maximal 5 reingeben. Weil die helfen gar nicht dabei, dass mehr Kies erzeugt wird. Und nur das lagern. Ich will auch nur Kies lagern. Warum ist das auf nicht nur Kies lagern? So, das hat sich hier auch alles wieder eingependelt von den Werten, obwohl ich beschleunigt habe. Ja, hier hinten wissen wir, die haben wir das Schulproblem. Ja, ja, ja. Da müssen wir als nächstes auf jeden Fall ran. Aber das ist halt hier ein riesen Bauprojekt. Noch 3800 Arbeitstage. Ich meine, 1100 Arbeiter könnten hier einfach die ganze Zeit drin arbeiten. Ach so. Ja, ja, wir können aber zwei wichtige Sachen noch planen. Die wir bis jetzt gar nicht betrachtet haben. Und zwar einmal brauchen wir den Strom. Ich würde sagen, weil ich nicht weiß, wo wir hier was bauen, bauen wir einmal hier hin. Und einmal, ja, vielleicht eher... Hier waren die ganzen Ein- und Ausgänge. Wollen wir den hier vielleicht hin? Ich hoffe, da stört er nicht. Da das große Ding. So. Randa. Erstmal ran zum Bauen. Klingsi Klongsi. Oh. Ihr könnt da schon mal den Strom ziehen, die anderen. Weil wir brauchen hier auf jeden Fall Strom. Ich meine, da hinten ist Strom, aber wenn ich den noch überlaste damit, dann haben wir ein dickes Problem. Hier können wir wieder einen großen Verteiler bauen. Also einen großen, so einen Dreierverteiler. Vielleicht auf der Höhe. Hier wäre eigentlich echt... Nee, da ist die Schiene. Da wäre nicht gut. Vielleicht hier... Eigentlich eher... Eigentlich müssen wir den so hinstellen. Das geht natürlich wieder nicht. Okay, dann machen wir ihn hier ran. Da kommt die Feuerwehr auch zur Not eher hin.
Ich muss halt echt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die Schiene damit zuballer. Wie halt eigentlich, dass die nach hinten zeigen? Ungünstig. Ungünstig. Hier unten, aber es wäre zu eng. Hier schon gar nicht verkehrt. Machen wir es so. Und dann... Warum geht er da nicht ran? Weiß er selber nicht? Gut. Zu scharfe Kurve. Ja, der würde nur auf der Schiene matchen. Nee, das ist nicht geil. Dann muss er weiter nach hier. Hey, was ist denn hier los? Irgendwas stört ihn hier doch. Irgendwas ist hier nicht ganz sauber gerade. Nochmal neu die Straße hier. So. Und sauber ran da. Okay. Und den Fußweg nicht vergessen, sonst brennt das hier nachher ab. Das wollen wir ja alle nicht. Dann, hier würde ich fast sagen, machen wir eine 13 Megawatt Leitung rüber. Weil ich nicht weiß, wie viel das Ding zieht. Oh, es ist fertig. Und das Öl läuft raus. Sehr gut. Hier nur Bitumen. Hier nur Treibstoff. Zack. 450 Tonnen Öl können nachproduziert werden. Und jetzt fehlen nur, genau, Wasser und Arbeiter. Und dann haben wir unseren eigenen Treibstoff. Ja, und Strom. Der hat noch Strom. Aber die ganzen Sachen hier hätten keinen Strom. Deswegen bauen wir noch einen Stromverteiler. Welchen nehmen wir denn da? Stromsee. Wir haben immer gesagt, hier eigentlich die hier. Nicht? Aber so ein Häuschen vielleicht. Aber die Häuschen kommt man nicht unterirdisch anschließen. Ja, ja, ja. Vielleicht so ein richtiges Umspannwerk hier. Finde ich hier eigentlich echt nicht schlecht. So ein richtiges, kleines, süßes Häuschen. Das passt. Oh, zwei Wege passen auch. Und da kommt jetzt Stromski ran. Ich glaube, auch von da kann man wieder weiter abgehen. Bin mir aber gar nicht so sicher. Und selbst wenn, ist es ja eher jetzt für Dekozwecke, dieses Gebäude. Von daher passt das. So, kommen wir mit dem hier rüber? Nee, ne? Ich komme nur mit dem rüber. Hm. Ja gut. Ist aber in Ordnung. So, die anderen beiden können für andere Sachen genutzt werden. Es gibt halt keinen Einzelverteiler. Es ist, wie es ist. Aber ihr seht, wir brauchen Wasser. Ich habe die jetzt nämlich erstmal bauen lassen. Und jetzt planen wir noch schnell das Wasser dahin. Das habe ich ja so lange vermieden, weil ich nicht weiß, wo ich hier Wasser brauchen werde. Wir könnten aber, und das ist aber richtig teuer, oben rumgehen. Ich habe hier noch einen Abzweig. Da, von dem könnten wir abgehen. Oder von dem hier. Aber eigentlich müssten wir von der Pumpe wirklich abgehen. Ich meine, die brauchen nicht viel. Aber das wird halt nochmal teuer. Und das Problem ist, das hier wird sich überlagern. Shit. Weil das ist auf derselben Höhe. Und das auch alles.
Ich meine, hier komme ich raus. Und ja, eigentlich verteilen wir uns dann ab hier weiter. Ich guck mal, ob das klappt. Das wäre jetzt scheiße, wenn das nämlich nicht klappt. Unser Glück könnte sein, dass die Pumpe ein bisschen tiefer liegt. Aber ihr seht schon, er klappt nicht, weil er oben rum geht. Aha. Also es gibt einen Weg da raus, aber nicht einen, der mir gefällt. Weil er es falsch rum macht. Man kann das auch nicht umdrehen. Das Problem ist auch, wenn ich das hier loslasse, dann hat das nämlich eine andere Tiefe. Oh. Schlecht, 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 schlecht. Damit habe ich, ganz ehrlich, nicht nachgedacht. Solche Fehler können euch echt die Stadt kosten, wenn das richtig miese Fehler sind. Ich meine, das geht jetzt noch, weil es grundsätzlich nichts Schwieriges ist, weil ich habe nicht gedacht, dass ich hier oben lang gehe mit dem Wasser. Aber ich müsste von hier sonst hier rüber. Ich weiß halt nicht, was ich hier baue. Und wenn ich dann später, dann würde ich das abreißen müssen. Ah, Wir könnten hier auch noch einen Zwischenverteiler machen. Aber auch nichts bringen würde. Wo kommt denn das Wasser hierher? Du kommst von dort. Und das Wasser von dir kommt hierher. Also hier wäre der Verteiler. Wir könnten auch hier rüber gehen. Geht auch nicht. Weil da das Rohr im Weg ist auch. Shit. Das heißt, ohne eine Pumpe werde ich hier nicht rumkommen. Weil es sich sonst überschneidet. Ansonsten muss ich unten rum. Das würde gehen. Oder wenn ich Glück habe, irgendwie hier so, wo es sich so einen Meter oder so überschneidet. Na, Kacka. Okay, wir setzen mal einfach zwei, drei Dinger hiervon. Und gucken mal, ob einer davon angeschlossen werden kann. Wenn ja, dann nehmen wir den jetzt. Nein, 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 nein. Schade. Weil die alle dann auf die Höhe überspringen. Hier komplett rum ist halt auch sau dämlich, ne? Und eine Pumpe ist halt gefährlich, wie wir in unseren Tests immer hatten. Eine Pumpe kann richtig doof reinhauen. Will ich eigentlich nicht haben. Weil dann geht die Seite leer, die keine Pumpe hat. Shit. Ja, ich habe nicht dran gedacht, als ich das Wasserding gesetzt habe für die Fabriken, dass das hätte runtergehen müssen. Das hier hätte runtergehen können sogar, weil da eine Pumpe ist. Ich meine, hier hinten kommen wir theoretisch drüber, weil das tiefer liegt. Also an der Straße entlang würde man rumkommen. Da komme ich nur nicht hier raus. Okay. Auch wenn es jetzt teuer und dumm ist.
gucke ich mal, ob das klappt. Das hin, kriegt den Pfad nicht hin. Da. Das wird er schaffen. Das ist so sau blöde. Weil dann verbaue ich mir die Möglichkeit, von dem hier auszugehen. Ja, das ist dumm. Okay, wir könnten auch den einfach nehmen, natürlich. Das wäre okay. Bei der, wo soll der sonst hinführen? Hier gibt's ja nichts. Hier ist ja alles angeschlossen. Wenn wir jetzt hier dran vorbeikommen... Ha! Das ist es. Okay, ich weiß halt nicht, wie ich das hier umbauen werde später. Deswegen weiß ich nicht, wo der hin muss. Das Gute ist, das Zeug hier braucht kein Strom. Wir machen das mal da ein bisschen weiter weg von. So. Und dann setzen wir jetzt hier in regelmäßigen Abständen das einfach mit hin. Am besten immer vor diesen Stromdingern. Weil dann tut es nicht weh. Weil da kann man eh nichts bauen. So. Weil da steht ja eh Strom. So. Wobei hier eine Autobahnauffahrt kommt. Das heißt, hier könnte es passieren, dass eine Auffahrt passiert. Da ist einer. Dann wäre vielleicht besser, wenn wir den hier hinsetzen. Und den dafür weg. Sollte von der Verteilungsmenge reichen. Erstmal, was wir brauchen. Oh Mann. Oh, was für ein teurer Spaß. Also Spaß indirekt, nicht wahr? Eine... Seefahrt, die ist lustig. Und der Wasserverteiler auch. So, ja, schön. Ein bisschen geschwungen. Ich hoffe, ich habe die alle richtig angedockt. Da müssen wir gleich nochmal kontrollieren. Weil wenn ich die nicht richtig angedockt habe, sind wir richtig im Arsch. Ja, so passt schon. Dann sind wir schon da. Okay, möchte ich bitte bauen? Bist du dran? Wenn du dran bist, schreibe ins Buch. Bist du dran? Scheinst dran zu sein. Sehr schön. Hat aber nicht ins Buch geschrieben. Frech. Genau, wie dieses Kabel. Rohr. Frech. Hä? Ja, das habe ich so nicht gebaut. Wir waren da betrunken von euch bei der Planung. Spiel wieder. Anders wild. Ran, rum, ran, rum. Okay, jetzt fehlen nur noch die Baustraßen. Ich meine, das ist jetzt der teure Weg und ich ärgere mich, aber irgendwann werde ich mir dafür danken, dass wir das so gebaut haben und da ein zweites Wassernetz haben. Theoretisch könnten wir hier auch noch einen Brunnen für die hinsetzen. Ich weiß gar nicht, was die für eine Wasserqualität brauchen, aber ich glaube, naja, die Arbeiter brauchen 99%, nicht? Die brauchen gereinigtes Wasser, sonst wären die krank. Oh, und Abwasser müssen wir ja auch hier hinsetzen.
Oh no. Aber mit Abwasser, das kriegen wir hin. Das ist nicht so das Problem. Dann würde ich sagen, brauchen wir hier hinten noch den finalen Wasserverteiler. Irgendwie. Obwohl, hier kommt der raus. Ja, dann machen wir ihn hier mit ran an die Pumpe. Ja. So, da und dann hier Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser. Dongsi. Wasser, Dingsi. So rum. Da reicht auch, glaube ich, ein kleineres Rohr. Dann müssen wir da nicht die volle Power reingeben. Und. So. Wir hätten hier zumindest einen Wasseranschluss. Ich lasse erst die 150 Arbeiter hierher kann, wenn wir diesen Wasseranschluss haben. Und die Bushaltestelle müsste ja auch noch fertig werden. Sofern das eine Bushaltestelle ist und das Stromding muss auch noch fertig werden. Also einiges noch im Bau. Okay. Wasser haben wir. Oh. Müll haben wir nicht geplant. Aber wir haben genug Platz. Das sollte also auch klappen. Jetzt der gleiche Spaß für Abwasser. Abwasser kommt einmal hier ran. Okay. Aber Abwasser kommt auch da ran. Sehr gut. Das heißt, da können wir einfach, glaube ich, generell... Ach, wir können nicht unter Stromkabel, nicht? Ah, das ist schade. Das wäre noch eine geile Sache, wenn man da unter Stromkabel könnte. Weil ich meine, warum nicht? Also warum sollte nicht eine Güllekasten da drunter sein dürfen? Dann bauen wir den mit hier ran. Ach, hier geht auch nicht. Oh. Okay, aber hier zwischen. Da kann eh nichts anderes hin. Der Weg. So. Ah, shit. Ist das schon zu doll? Okay, dann müssen wir erst das machen. Dann das machen. Das werden wir nicht rankriegen, aber okay. Ich will es zumindest vorsehen. Und dann das Abwasserding dazwischen knippern. Ah, okay, da wäre doch mehr Platz, als ich gedacht hätte. Okay, da können wir noch ein Stück dichter. Und den habe ich schon wieder falsch gesetzt da oben. Ja, ja, ich sehe es. Ich habe wieder nicht getauscht. Okay, abreißen und T und dann hinter. Oh. Wir müssen ja nicht alle bauen lassen. Ich habe die nur halt schon gerne immer da. Ach so, ah, warte mal. Ich habe schon wieder Mist gebaut. Scheiße muss doch in die andere Richtung fließen. Nicht hin, sondern zurück. War nur ein Test, ob ihr noch aufpasst. Und zack. Sehr schön. Also das würde klappen. Finde ich gut. Machen wir. Make it so. Forschung abgeschlossen. Und zwar Luftfilter. Dann fehlen noch Fußwege. Gehen wir hier so einen Fußweg durch. Da ist Strom noch. Ah, deswegen geht das nicht. Immerhin kann man Fußwege da drunter durchziehen.
Okay, wild. Okay. Wenigstens haben die hier Strom, weil wir da den Strom damals gebaut haben. Und dann können wir jetzt das Abwasser... Ja, weiß ich gar nicht, wo wir das hinbauen. Immer auf die gleiche Seite. Hinterm Strom. Ja, viel mehr bleibt uns gar nicht. Aber Don Öko sagt, so hat etwas gedauert. Aber die Nikor-Klasse von Spezies 8472 fliegt auch nur Warp 9,999 im normalen Raum oder Transwarp im Fluidenraum. Wobei der Fluoride-Raum ein Paralleluniversum ist, das organische Flüssigkeit besteht, ohne feste Materie wie Planeten oder Sterne. Raum und Zeit spielen in diesem Ort keine Rolle und somit auch keine Geschwindigkeit. Man muss aber auch sagen, dass Transwarp nur mit schneller als Warp bezeichnet ist und keine genauen Angaben zu finden sind. Das ist wahr. Transwarp funktioniert aber, glaube ich, auch außerhalb unserer technologischen Definition von Raum, Zeit und Geschwindigkeit. Ich finde aber trotzdem interessant, obwohl vieles in Star Trek ausgedacht ist, wie viel doch sich lange Zeit halten kann, nicht wahr? Machen wir es immer... Ah, okay, wir machen das immer versetzt am besten. Und dann brauchen wir da aber immer Strom. Das ist auch schlecht. Ja, und dann wäre das nämlich das nächste Mal hier. Und hier sollen ja die Straßen hin. Das wäre schlecht. Dann machen wir es auch hier hin. Ist ein bisschen weiter weg. Aber dann haben wir zumindest die Möglichkeiten. Ich meine, wir können ja immer noch einen Verzweiger an dem Verzweiger verzweigen. Dann ist es nicht so verzweigt, aber verzweigter als vorher. Wenigstens ist es dann nicht verzweifelt. Weil verzweifelter als vorher wäre schlechter. Weisheit des Tages. Ich muss echt mal wieder Star Trek gucken. Was gibt's ja nicht mehr. Und ich hole mir extra nicht ein... Also ein Abo hole ich mir definitiv nicht für sowas. Ich weiß, ich habe die noch irgendwo in SD oder sowas. Auf irgendwie DVDs oder sowas. Nee, nicht mal. CDs müssten das noch sein. So alt wie das Zeug schon ist. Okay, andererseits... Ja doch, wir brauchen die Pumpen in die Richtung, nicht? Ah, shit. Ah, das heißt, wir brauchen hier auch auf jeden Fall Strom. Das ist die einzige Scheiße beim Abwasser. Neben der Scheiße. Das hier ist echt lang. Aber passt. Ja, ich finde so ist gut. Oh, ich hoffe, alles ist dran. Wir gucken das uns nochmal an, bevor wir es anbinden. Da bauen sie schon fleißig. 22.000 im letzten Monat sogar plus gemacht. Das passt. Und dann können wir hier... Ich würde noch einen Verteiler hinbauen hier. Ich weiß nicht wieso... Irgendwie würde ich mich ungut fühlen, wenn ich keinen Verteiler hinbauen würde.
Wir müssen auf jeden Fall so, dass wir neben dem... Ich meine, da gehe ich eh nicht mehr ran. Aber so, dass wir im Gebäude vorbeikommen würden. So, der Wasseranschluss. Der Abwasseranschluss. Der kommt daneben. So. Und... Das klappt sogar. Sehr gut. Und dann sehe ich, dass er falsch rumgebaut ist und ärgere mich natürlich, weil es gerade so schön geklappt hatte. Mann, ich vergesse immer, dass Abwasser in die andere Richtung gebaut wird. Das ist so dumm von mir. Und... So. Und dann... Das sieht nicht richtig aus. Guck, da hat er nämlich jetzt einen scheiß Fehler gemacht. Manchmal kriegt er das nicht hin, dass man da wirklich andockt. Jetzt hat er es, glaube ich. Okay. Dann wäre zumindest das Abwasser auch geplant. Damit können wir aber auch die zukünftigen Industrien versorgen. Dann haben wir da nicht mehr so viel Zusatzplanung notwendig für Wasser und Abwasser, weil wir einfach viel mehr Ressourcen übrig haben. Na, wird sich doch verbinden. Da. Hey, du warst ganz kurz grün. So, brav. Na, und die Sache... Oh, der ist falsch rum, oder? Ah, der kann nur so rum. Ah. Okay, wartet. Dann ist das hier falsch. Dann bist du der... Ja, du bist der. Und die anderen müssen da ran. So ein Ding ist das. Passt. Doch. Ich finde das viel geiler, irgendwann dann so ein Antrieb wirklich mal Warp-Antrieb heißen wird oder ein Energiegewehr dann doch ein Phaser ist. Wie sehr solche Serien und Filme auf spätere Erfindungen einwirken, werden ist schon Wahnsinn. Ich glaube, die meisten Leute wünschen sich aber trotzdem eher ein Laserschwert, nicht wahr? Wobei, ich war nie der Fan von Laserschwertern, ich bin auch eher Disruptor-Fan oder Phaser. Beides cool. Warum wird das so extrem lang? So, so. Schön, dass es jetzt jedenfalls immer gleich aussieht. Du bist schon dran. Und dann du da rum. Okay. Neuer Traktor verfügbar. Sehr gut. Damit haben wir, glaube ich, alles gebaut, was für den Betrieb notwendig wäre. Jetzt ist die Frage, wie lange brauchen die? Aber wir haben eh alle Arbeitskräfte in Verwendung. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine Busstation. Ja, ist eine Busstation. Sehr gut. 4 Busse können hier halten. Das ist doch perfekt. Das heißt, theoretisch können wir Arbeiter hier hinfahren lassen mit dem Zug und von hier weiter verteilen. Ja, ich glaube, da haben wir heute viel geschafft und das geht stärker auf den Zug hinzu. Aber wenn wir jetzt den ersten Treibstoff dann haben und Strom, dann können wir auch den Zug mit Diesel zum Beispiel betreiben oder Elektrizität. Wir kriegen auch mehr Geld. Das heißt, wir haben noch mehr Bauoptionen, nicht? Außerdem sparen wir alleine. Wie viel werden wir sparen, wenn wir unseren eigenen Treibstoff herstellen? Wir gucken mal in das letzte Jahr. Import. Wir sparen allein 284.000 nochmal. Plus das, was wir dann drüber exportieren werden. Da wir das Öl selbst herstellen, sind wir dann bei 200, 300, 400.000 nochmal plus, würde ich sagen, im Monat. Und das ist doch eine gute Bilanz. Wir hatten schon 200.000, das heißt, wir haben 600.000 im Plus. Und dann geht's richtig rund, nicht? Dann können wir die
Hubschrauberbaubüros endlich dazu nehmen. Wir können uns Kräne leisten, ohne aufs Geld zu gucken. Wir können die Stadt erweitern und planen. Und die 72 Leuten, die jetzt schon warten, auf eine eigene Wohnung glücklich machen. Und die brauchen wir auch händeringend, diese Leute, für unsere neue Raffinerie, wo 500 Arbeitskräfte reinpassen. Uff. Ja, also das schaffen wir mit Bussen nicht 500. Das wird also ein Spaß, nicht wahr? Ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass das hier mit der Kleidung sehr gut klappt und dass das mit dem Stoff sehr gut klappt. Aber wir sehen, die Arbeiter, die sonst hier reinkommen, fehlen, weil die Pflanzen sich füllen. Aber lieber so rum, mit Puffer und nachhaltig Geld. Also wir sind immer im Plus, mal ganz leicht im Minus. Von daher finde ich das alles voll vertretbar. Wir sind auf über 2 Millionen zurückgekommen und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir ja, die Fabrik in Betrieb nehmen werden. Bis dann.